Oh mein Gott, die Tag alias Van Damme. Und diese Gesellschaft ist grau, rechts, kriminell. Und mein Problem ist hauptsächlich mit dieser Gesellschaft, dass sie ja nicht nur redet. Man kann ja weghören, wenn Menschen scheiße reden. Nein, sie verhält sich auch so und begeht Taten gegen anderes, Taten gegen meine Person, gegen meine Behinderung, gegen meine Schwerbehinderung, Taten gegen Schwarze, Taten gegen andere. Ja, diese Gesellschaft baut Scheiße. Ja, gegen anderes. Im rechten, asozialen Sinne, und die Menschen schauen weg. Ja, die Menschen lassen es zu. Die Menschen lassen es zu, dass Menschen kaputt gemacht werden, dass Menschen getreten werden, dass Menschen geschlagen werden, dass Menschen ermordet werden. Ja, das ist nicht tragbar für mich. Ja, ich sag's so. Und das kann YouTube auch gerne zensieren oder Facebook oder wer auch anderes. Das ist die Wahrheit und Kinder sollten auch die Wahrheit verstehen. Es geht nicht darum, dass einfach nur Scheiße über mich geredet wird. Das kann man drüber hören. Es wird auch gegen mich dann gehetzt, diskriminiert, verurteilt, beleidigt, mit Mord und Totschlag gedroht und sogar ins Reale reingegriffen. Ja, es werden Bestellungen auf meinen Namen gemacht und so weiter. Die dann an mich geliefert werden oder sowas. Versteht ihr? Vor deinen Aussagen kommt wie das nächste Mal kommt ein Schlägertrupp oder sowas. Das ist alles Bullshit und alles zum Teil weil so gutes Gelaber. Aber es greift doch ins Reale rein. Ja, und es sind reale Taten, was zum Beispiel auch das Amt gemacht hat und mir zum Beispiel nicht eine Erstausstattung gewährleistet hat, sondern mir auch alles genommen hat. Mein Bett, mein Dach über dem Kopf und alles als Schwerbehinderten. Ja, und dann sagt nicht irgendwie, ich sei eine Schande für andere Schwerbehinderte oder sowas. Diese Behinderten, die immer alles kriegen und in den Arsch gedonnert kriegen, sind eine Schande für mich und für alle anderen. Ja, echt. Ja, ihr wollt die Wahrheit nicht hören, ja. Ihr verdreht die Wahrheit. Ihr labert Scheiße. Ihr kümmert euch nur darum, wer perfekt ist, wer blind ideologistisch ist. Darum wird der Arsch abgewischt, ja. Egal aus welcher Nation. Egal welche Herkunft. Darum geht's gar nicht. Ihr seid eine rechte, beschissene Pampe, ja. Das ist die Wahrheit, das sind Fakten, das ist Sachlichkeit, ja. Und in mein Leben wird genug reingetreten, wird genug gelogen, wird genug gehetzt, wird genug diskriminiert. Dass ich nur sagen kann, ich als schwerbehinderter Mensch werde mit aller Gewalt, die ihr mir gebt, gegen euch stehen. Ja? Und deshalb zensiert ruhig ein Video oder eine Aussage wie mir, dass ich sage, ich fick euch alle. Wie viele Lieder gibt es bei YouTube oder wie viel irgendwelche schriftliche Äußerungen, wo steht, fickt euch alle, ja? Fickt euch alle, ja? Ich fick euch alle, ja? Warum? Weil ihr scheiße seid. Ja. Weil ihr nichts in eurer Scheißbirne kriegt, außer Gewalt, Hass, Vorurteile, Diskriminierung und das gegen anderes. Ja. Gegen einen Schwerbehinderten oder gegen einen Schwarzen, das ist scheißegal. Ihr seid scheiße. Braune, rechte Scheiße in dieser Gesellschaft. Global gesehen. Ja. Geht hier nicht nur um Deutschland. Aber es ist eine Schande, dass eben in Deutschland sowas verherrlicht wird. An rechter und asozialer Gewalt, an rechten asozialen Hass gegen anderes. Und dass man mit Behinderten so umgehen kann, dass man Behinderte auf eine schwarze Straße schmeißen darf, dass man Behinderte alles nehmen darf, dass man Behinderte treten darf, dass man Behinderte mit Mord und Totschlag drohen darf. Ja? Was für einer Scheiße leben wir eigentlich? Ja? Und da kacke ich auf Frau Merkel oder auf andere, ja, dann sollen die mir doch erstmal sagen, was das für ein Kack hier ist, was ihr für ein Kack aufbaut, Alter. So, das ist mein Anliegen. Ja, ich habe keinen Bock mehr auf euch, weil ihr eh nur Scheiße redet, eh nur euch um eure Plastikwelt kümmert, euch um eure kleine materielle Welt kümmert, als um Menschlichkeit und soziale Werte. Ja, ihr scheißt auf mich, ich scheiß auf euch. Ihr sagt, ihr fickt mich, sagt sogar, ihr fickt meine Mutter. Ihr wollt meinen toten Vater ficken, ja. Ich sage, ich fick euch, ganz einfach. Egal aus welcher Nation ihr kommt, herkommt oder sowas. Ist mir scheißegal. Euer Leutitan, Adios, Verdagen.
Und so langsam habe ich die Schnauze echt voll von euch dämlichen guten Menschen. Ihr habt nichts im Leben erreicht, nichts im Leben begriffen. Auf euch rechten und asozialen ist geschissen. Peace.